Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und als allererstes wünsche ich euch erstmal ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die erste Woche des neuen Jahres 2021. Und heute habe ich ein Craft-Update für euch und wer wissen möchte, was das alles geworden ist, bleibt jetzt einfach dran. So, und zwar, ich habe in den letzten Tagen wieder ein bisschen mit Fimuliert und habe kleine Elfen gemacht. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon von mir und die möchte ich euch jetzt zeigen. Es sind 4 Stück geworden und ich fange jetzt einfach an. Die sind jetzt noch nicht lackiert und auch noch nicht mit den gewohnten Strasssteinchen beklebt, wie ihr es von mir kennt. Aber ich zeige sie euch trotzdem und es ist einmal dieser kleine Kerl hier mit dem Kleeblatt in der Hand oder in den Händen. Von hinten sieht er so aus, mit so einem Farbverlauf im Hütchen. Ja, und passend zum neuen Jahr hat er halt ein Kleeblatt in die Hand bekommen. Davon habe ich 2 Stück gemacht mit dem Kleeblatt und hier ist der zweite. Ja. Und so sieht er von hinten aus. Hier habe ich die Neonfarben benutzt, die neuen, die es von Fimo gibt. Und das ist hier das Mint, ist hier noch mit im Hut drin. Und ansonsten dieses Bärenfarbene, ich weiß jetzt leider nicht genau den Namen, normale Hautfarbe, die helle. Und ein Tropengrün, ich glaube Tropengrün heißt es. Die Haare sind aus dem Fimo vom Action, von diesem einen Braunton. Die haben ja keine Bezeichnung. Hier ist der Hut auch zum Teil mit dem Orange vom Action und dann ist so ein bisschen Perlmutt drin. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Nur so ein bisschen. Ja, und dieses Fimo vom Action war sehr weich, deswegen ist der irgendwie nicht von der Oberfläche nicht so schön glatt geworden. Aber für mal wieder so zwischendurch ein bisschen was Fimulieren passt schon. Das sind die beiden mit dem Kleeblatt. Ja. Und dann habe ich noch 2 gemacht. Und zwar haben die einen Schneemann in der Hand. Hier ist die Nummer 1. Das sind auch die Neonfarben. Dann ist es das Peach und das Rosenquarz vom Fimo habe ich hier benutzt. Wie will der Fokus heute nicht ganz so, aber jetzt. Die Haare sind auch wieder aus dem vom Action mit dem Gelb. Und der hat einen kleinen Schneemann in der Hand. Ja, weil ich bin jetzt dabei, mein Fimo mal aufzubrauchen. Das ist noch so viel und es wird langsam echt hart und mühsam, es zu verarbeiten. Außer das vom Action, das ist wieder so butterweich. Das sind so voll die 2 Gegensätze, aber naja, muss man durch. Fokus? Irgendwie hat er heute Probleme. Was stört dich? Ich kriege keinen Fokus hin. Jetzt. So. Hier habe ich auch wieder das Neonblau, dann Mintblau und das Eiskristallblau im Hütchen benutzt. Haare wieder mit dem Braunton vom Action. Dann hier auch wieder diesen Bärenton, weil der war schon sehr hart. Den habe ich jetzt aufgebraucht gehabt. Den habe ich ja für 3. Nee, das ist Weinrot. Für 2 der Elfen benutzt. Und somit alle geworden. Also ein Problem weniger. Wieder die Haare mit dem vom Action. Und das ist normales Fimo, der kleine Schneemann. Da ist die Nase weggeknickt, wie man sehen kann. Bei dem ist sie so, wie sie sein soll. Ja, das sind erstmal die Elfen. Und dann habe ich natürlich auch wieder, ich bin gerade so richtig im Fieber, ATC-Karten gebastelt. Bin gerade damit fertig geworden. Die 2 Serien haben noch keinen Namen, aber wird mir schon noch irgendwas Schönes für einfallen. Und jo, die zeige ich euch dann mal jetzt. So, das ist einmal eine 5er Serien.
eine Fünfer Serienkarten. Nee. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einmal hier das, koloriert wieder mit den Pastellkreidestiften und aus Restpapieren zusammengemacht, also zusammengeschustert, die Kärtchen. Hier ist ein Stanzteil mit drauf, hat eine neue Stanze, die habe ich ausprobiert, auch mit so einem Reststreifen und jo. Das ist der einzige mit Gold, mehr hatte ich von dem Papier nicht mehr und die anderen sind, ich glaube, die Blümchen embossed oder so, muss man gucken. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, also das ist der erste. Diese. Und ja, da sind die Blümchen im Bost. Genau. Dann die. Das ist ein, so ein Stempelset und ich habe immer ein Stempelset für eine Serie benutzt. Boah. Fand ich ganz gut. Hatte ich Lust zu. Und es sind so einige Karten geworden diesmal. Und das. Die eine Serie. Dann habe ich so eine kleine ATC-Geschenkverpackung gebastelt. Angelehnt von der, die ich letztens in der Tauschpost hatte. Habe sie nur ein bisschen umgewandelt und da werde ich demnächst auch nochmal ein Tutorial für euch machen, damit ihr die dann auch nachbasteln könnt. Und ich finde, das ist eine süße Idee, da kann man die ATC-Karten reinmachen, wenn man die jetzt zum Beispiel tauscht oder verschicken oder verschenken möchte. Zack, drin sind sie zugemacht mit einem Kletti oder Magneten, je nachdem. Man kann auch bloß ein Band drum machen oder ein Brett rein und dann dieses Band so rumwickeln, hier ein Brett, da ein Brett und dann jetzt auch zu verschließen. Ja, das ist einmal das. So, und dann kommen die nächsten. Und zwar sind es diese süßen kleinen Panda-Bärchen, die habe ich dafür benutzt und der Titel heißt auch Party. Habe ich dann mit so einem Buchstabenpailletten halt auch noch aufgeschrieben. Das sind dann die drei. Der Hintergrund ist schon so ein gelblicher Ton vom Papier gewesen und der hat so Glitzerelemente schon drin gehabt, dieser Cardstock. Und dann habe ich einfach nur noch mal ein bisschen mit dem Ink-Kissen rumgespielt. So, und da ist dieser Farbverlauf und diese Pünktchen bei ihr entstanden im Hintergrund. Hat mir auch ganz gut gefallen. Hat leider nicht für die komplette Fläche wieder mal gereicht, das Papier. Aber dann habe ich das jetzt so gelöst. Das sind diese drei. Und natürlich, das darf nicht fehlen, Nuvo Drops. Es sind 11 Nuvo Drops drauf. Meine ganzen kompletten Glitzer Nuvos habe ich darauf von jedem eins drauf getan. Und jo, mir gefallen die ganz gut. Gefallen mir. Dann habe ich noch eine, weil ich hatte ja von meinen am letzten Craft-Update, was ich euch gezeigt hatte, hatte ich noch Stempelabdrücke von dem süßen Rentier übrig, die schon koloriert waren. Und dann habe ich in meiner Kiste rumgekramt und habe noch dieses tolle Papier gefunden. Das war mal für so einen Faltstern. Und habe mir gedacht, ja, da sind noch 3 Blätter übrig. Können wir dafür verwenden. Sieht ein bisschen dunkel aus, aber man sieht, dass es grün ist. Ja? Und so ein grünes Band draufgeklebt hier. Über Eck unten bei der und dann halt oben in den Ecken und dann mit Pailletten wieder und da sind auch so vereinzelt kleine Nuvos drauf in Vintage Grün und Gold. Kommt jetzt in der Kamera nicht so gut rüber, aber die sind da drauf. Dann diese. Aber der Hintergrund, da ist schon sehr viel los. Ein bisschen viel geworden, aber mir gefällt das. Ich mag das. So, genau, das sind diese drei noch. Und nein, das war noch nicht alles an ATC-Karten. Es geht weiter. Dann habe ich hier noch eine Verpackung. Genau die gleiche. Auch wieder mit dem Kletti zum zu machen. Und da habe ich auch noch mal einen ganzen Batzen drin. Achso, bei diesen kompletten Serien, die ich jetzt gemacht habe, habe ich auch immer die Ecken abgerundet gehabt. Das ist einmal hier. Na, jetzt ist der Fokus wieder weg.
Kommt er? Jetzt. Habe ich hier mit Standsteilen auch wieder gearbeitet und die sind in 3D-Pads, mit 3D-Pads aufgeklebt. Irgendwie habe ich heute einen Sprachfehler. Es tut mir leid. Diese kleinen süßen Kerle, Füchschen, Häschen. Also die Stempelabdrücke sind dann mit 3D-Pads aufgesetzt. Irgendwie kommt er heute nicht klar hier. Hallo. Jetzt kann vielleicht auch am Licht liegen, weil es ist schon Abend wieder mal. Und ich habe gedacht, ach, ich zeige euch das jetzt, was ich hier so gemacht habe die letzten Tage. Und ja, dann diesen. Also diese Karte. Und zu guter Letzt diese noch. Die hat auch noch keinen. Die ist auch noch nicht benannt, diese Serie. Die hier heißt Kleines Rentier, die ich davor gezeigt hatte. Und die hat hier, da fehlt mir auch noch der Name. Mal gucken. Das sind diese vier Stück. Die sind heute fertig geworden. So, und dann meine Vintage Faun. Oder V, Vintage V, habe ich die Serie benannt. Das ist ja einmal dies. Das ist schon so ein embosstes Motivpapier gewesen, in so einem schönen Flieder-Lila-Ton. Oh Gott, ich habe wirklich einen Sprachfehler. Ja, und auch wieder mit Kreide-Pastell koloriert, so wie alle Stempel eigentlich von mir. Pailletten drauf, noch ein paar Novus hier, also quasi wirklich so wie das Papier auch gemustert war mit diesen Pünktchen von diesen Rankenblumen, habe ich dann die Nuvus gesetzt. Die gefallen mir auch sehr gut. Und wieder mit Standsteil und Stempel und Pailletten. Na, ihr seht es ja. Im Hintergrund habe ich auch noch ein bisschen gestempelt gehabt. Genau, das sind die vier. Und dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Mehr habe ich nicht gemacht, also mehr in Anführungsstriche. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Ja, und ein bisschen wird noch folgen die nächsten Tage. Dann kommt demnächst, wenn alles da ist, noch ein Haul, was ich so bestellt habe von meinem Weihnachtsgutschein und Geld, was ich bekommen habe. Habe ich mir ein paar neue Sachen zugelegt und wenn es alles da ist, kommt noch ein Haul. Und ja, ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Falls euch ein Titel für die ATC-Karten einfällt, die jetzt noch keinen Titel haben, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich freuen über Vorschläge, weil mit diesen Namen aussuchen habe ich es nicht so. Ja, und ansonsten habt eine schöne Zeit. Bleibt kreativ, bleibt vor allen Dingen gesund, ganz wichtig. Und bis dahin, tschüssi!